Amy, ich komme. Hoffe ich. Auf jeden Fall. Okay, jagt den Egg-Carrier nach. Oh, viele Affen. Ja, das ist natürlich schön. Fliegen wir halt nochmal hoch. La 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 la. Oh, das ist aber hier. Achso, ich hab gedacht, ich muss oben drüber. Ich wusste doch, ich hasse sie. Ich hasse sie einfach. Bam. Hier ist neues Licht. Aha, und welche Schalter? Diese. Ja, eindeutig diese. So, hier können wir wieder... Boah, der ist ja gemein. Naja, doch nicht. Der konnte uns eigentlich gar nichts anhaben, Alter. Ich glaube, das ist ein Level, da scheiße ich auf die Ringe. Also nicht so, dass ich jetzt gegen jedes Monster latsch, aber ich starte dafür nicht neu, dass ich die Ringe mehr kriege. Da kann ich nämlich 10 Millionen Mal versuchen. Ein Leben haben wir aber wieder gekriegt. Ich weiß übrigens nicht, was ist, wenn wir keine Leben mehr haben. Das wusste ich auch noch nie. Ich weiß gar nicht, ob mir das schon mal passiert ist. Früher bestimmt schon mal, wo ich das schon mal früher gespielt habe. Das waren Zeiten, wo das Spiel noch eine Hammer-Grafik hatte. War ein Burner. Ja, guck mal da, ein Burner. Hier, noch ein Burner. So, angemacht und hochgeflogen. Und hochgehüpft. Und geklettert. Ja, und noch ein Licht eben kurz. Aha, okay. Das kannte ich noch gar nicht. Nicht so wirklich. Ah, ich bin zu blöde. Ah. So, jetzt sind wir hier. Dann können wir da drauf und da hüpfen. Mein Gott. Ich bin doch nicht so geschickt. So. Oh, die scheinen fast zusammenzubrechen immer. Und die hat ein bisschen gewackelt. Ich würde trotzdem gern ein paar Ringe behalten, so 52. Boah! Oh. Den hatte ich gar nicht gesehen, gar nicht registriert richtig. Da war noch ein Leben. Drauf geschissen. Ja komm, der Affe wird uns jetzt unsere Ringe gedrückt. Nee, oder auch nicht. Alter, nein. Oh. Boah. Nicht in die Lava gefallen, das ist nice. Und hier können wir wieder dieses komische Dingen. So. Bisschen Seilbahn fahren macht auch mal Spaß. Yeah. Ich bin der Sonic. Ich bin so schnell. Und blau. Ah, da haben wir wieder irgend so ein Schuh-Item oder so. Wow. Hier können wir fliegen. Ja. Wow. Was haben wir hier? Irgendein Schutz oder so. Nein. Ja, für einmal Damage bekommen nämlich. Und den haben wir jetzt auch schon aufgebraucht. Naja, mussten wir da wenigstens nicht wieder so von Monster zu Monster springen. Nämlich auch nicht die leichteste Übung. Das war vorhin, glaube ich, mal Glück. Mal wieder so ein Dingen. Oh. Entweder kommst du mir halt zuvor oder die Kugel macht einen noch langsamer. Die Blase um mich drumrum. Alter, nein. Boah. Gut, dass wir in solchen Momenten immer gerade so eine Blase haben. Alter, leck mich. Ey, ja, da konnte ich mich gerade nicht bewegen. Da steckte ich wohl in einem Bug fest. Dann starten wir beim letzten Checkpoint nochmal neu. Ja, eindeutig, die Blase hatte mich langsamer gemacht. Schön, wenn wieder alle Ringe weg sind.
Wir hatten nämlich eine ganze Menge. Oh, die sind gay. So, hätte ich direkt so machen wollen. Habe ich aber nicht. Kann man nichts dran ändern. Aha, hier scheinen wir zwei Schlüssel zu... drei, vier Schlüssel zu brauchen. Das war knapp. Ja, komm runter. Huch. Muss ich hier erst drauf oder... Nee, ich muss hier wieder... So. So schwer ist es gar nicht. Aber das Level an sich schon ziemlich hardcore. So. Ich wollte unbedingt die Ringe haben. Da haben wir noch irgendein eingesperrtes Vieh. Hier ist Kreuz. Oh. Die hätte ich auch so rüberspringen können. Huch. Lass mich in Ruhe, du Affe. Affenkind. Huch. Naja, geh doch durch. So. Nach. Es kann nicht... Was liegt denn da für ein Stern? Lol. Einfach auf gut Glück durchgerannt. Und geschafft. Bam. Boah, guck mal, genau 6 Minuten. Paar Hundertstel, aber egal. Yeah, not bad. 10. Hey Sonic. Das hört er auch. Da war aber ein riskantes Manöver jetzt gerade. Ready to roll, champ? Let's go! Roger! Okay, wieder so ein Level, okay. Unser Leben lädt sich auf und jetzt wird voll ist, geht es auch direkt los. Ach, jetzt kommen die auch noch von hinten. Und neue anscheinend, da waren gerade irgendwelche großen. Und vor allem mehr. Ja, da sind große Gelbe. Geh doch weg. So. Was dieses Steuerkreuz da bringt, weiß ich auch nicht wirklich. Also, der schießt ganz woanders hin auf jeden Fall. Vielleicht kann man damit irgendwelche Monster markieren oder so. Naja, Monster, Flugzeuge. So, du da oben auch noch weg? Nee. Mal wieder auf Jagd nach dem Eggman Carrier. Oder wie auch immer der heißt. Irgendein Carrier. Vom Dr. Robotnik, vom Eiermann. Hier weiß ich absolut nicht, was der Score bringt. Da oben steht ja Score 710 gerade. Das werden keine Ringe sein, das ist irgendwas anderes. Wahrscheinlich kann man die Level hier auch beliebig oft neu starten und versuchen, einen besseren zu kriegen. So far, so good. Hope you know what you're doing. You bet. Ja, so weit, so gut. Es kann aber noch was passieren, Junge. Nicht schlecht. Okay. Oh, da unten kommt eine ganze Menge an. Oh, da auch. Kommen wir auch noch unter das Schiff, weil da sind echt eine ganze Menge. Ja, kommen wir gerade. Oh, einfach Dauerballern. Nochmal einmal drüber. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Mann. Wow. Also hier unter dem Raumschiff ist echt Hölle. Nochmal drüber, warum auch immer der hier tausende Schleifen rumfliegt. Der Tails ist halt so ein guter Kapitän. Hier wird's wieder heiß. Ein bisschen. So, like a sauna. Und nochmal unten drunter. Da sind sie wieder alle, die Viecher.
versuche die mal von weitem schon mal ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Ich hoffe nur, dass ich dabei nicht zu oft von diesen scheiß orangenen Viechern getroffen werde, die hier dauernd von oben rauskommen. Okay, ich sollte mich eindeutig ganz viel einfach nur bewegen. Boah, habe ich die jetzt gerade alle fast weggemacht? Naja, ich baller ja auch dauernd. 3235. Also das Level ist ziemlich lang. Oh, Boss. Der Egg Carrier. Wie sollen wir denn gegen den ankommen? Frage ich mich gerade. Huch. Ich habe da reingeschossen, wenn er den aufgemacht hat. War das richtig? Und jetzt wieder reinballern. Also manchmal bleibt dieses Steuerkreuz einfach irgendwo stehen. Ich weiß nicht, was das bringt, das Steuerkreuz. Nein! Wir müssen jetzt wohl nicht das ganze Level neu machen, oder? Alter, leck mich am Arsch. Haha. Ah, künstliches Lachen. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Weißt du, wie lang das Level ging? Oh, und ich weiß noch nicht mal richtig, wie ich den überhaupt kill, den Boss. Ich hab da einfach drauf geballert, wenn der seine Luke geöffnet hat. Mein Gott. Kann ja heiter werden. Fliegen wir schon zum zweiten Mal im Flugzeug heute. Und das ist auch komplett der Anfang. Ich versuche jetzt schon da unten diese Bombenteile wegzuballern ein bisschen. Den Flugzeugen hier kann man leicht ausweichen. Brauchst gleich kaputt machen. Macht aber Spaß, kriege ich Score. Hauptsache, ich kriege keinen Damage. Das, also mein Leben brauche ich komplett für den Boss. Sah nicht so aus, als wäre ich da aufgeladen worden vorher wieder. Okay, jetzt scheint, jetzt kommt der zweite Abschnitt. Okay, jetzt geht es wieder zur Sache. Gut. Wieder die sinnlose Schleife um das komplette Teil drumrum. Keiner weiß warum. Der Tails weiß schon, was er macht. Also Leben haben wir schon verloren. Also ganz ist mein Plan ja nicht aufgegangen. Wow. Okay, dann was gilt. Oh. Hier kriege ich das ganze Damage ab. Okay, ich muss hoffen, dass ich vor dem Endfight aufgeladen werde. Weil ich bin jetzt schon fast tot. Wir haben aber schon jetzt einen besseren Score als vorhin. Nein, wir werden nicht aufgeladen. Komm schon, wie kann ich in dem Leben abziehen? Mach die Luke auf, genau. Ja, ja, ich habe ihm Damage gemacht. Ist schon richtig so. Geh sterben, geh sterben. Yeah. Wow, nein, der ist noch nicht kaputt. Aber ich fast. Doch, ist er wohl. Puh. Was die Prozentanzeige da soll, weiß ich immer noch nicht übrigens. Nach solchen Leveln.
Vielleicht haben wir noch 27% Leben. Ne, etwa weniger. We gotta land on the egg carrier. Whoops. I forgot something. What's that? There's no landing gear in this mode. What? Das ist nicht so toll. Und wieso landet der dann trotzdem? Wow, this thing is really huge. No time to talk now. We need to find Amy. You're right, my friend. So here we go. Okay. Wir müssen Amy finden. So viel wissen wir. Naja, aber die Suche nach Amy geht in der nächsten Aufnahme weiter. Also müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.